Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 13. September, ich bin der Sashi und das da ist der Marc Hagenbeck, unser Mastermind auf Shoki Banoki. Und wir haben heute natürlich ein Geburtstagskind und der Marc, der möchte gerne ein bisschen was über das Geburtstagskind erzählen. Es ist nämlich Richard Kiel. Richard Kiel, wer kennt ihn nicht? Der unvergessene, unvergleichbare Richard Kiel. Ah, ja. Der Beißer aus James Bond. Richtig? Ja, kam ganz natürlich rüber. Ja, ganz natürlich. Ja. Ne? Der Beißer aus James Bond hat den zweiten James Bond Film mitgemacht, ja. In Der Spion, der mich liebte und in Moonraker, würde ich sagen. War das eigentlich ein richtiges Gebiss? Nee, das war nicht sein richtiges Gebiss, aber der hat ja auch gar nicht so fiese Zähne gehabt oder irgend sowas. Deshalb nur aufgrund seiner Körpergröße wurde er dann halt auf seine Zähne reduziert, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das so die Rolle. Der war ja auch so ein richtiger Hühne, der Richard Kiel. Ne? Mhm. Aber ganz viele Filme hat er auch nicht gemacht. Der war zeitlang mal bekannt, weil er halt in den zwei James Bond Filmen den Bösewicht gespielt hat. Ja, klar. Dann hast du natürlich eine Popularität. Der war natürlich festgelegt. Auch aber auch nur für diese Zeit. Danach ging nichts mehr. Ja, am 13. September ist noch was passiert? Ja, am 13. September 1962 gab es eine Deutschlandpremiere. Und zwar die mit 8 Oscars ausgezeichnete Verfilmung des Musicals West Side Story. West Side Story? Ja! Hast du gesehen? Mit verfeindeten Jugendgangs und so weiter. Ganz toll. Hast du gesehen? Habe ich sogar schon gesehen, ja? Echt? Ist toll. Haben wir im Musikunterricht sogar behandelt. Was? Ja, West Side Story, na klar. Habe ich mir nicht angeguckt. Ja. Finde ich doof. Doch, doch. Da geht es um 2 verfeindete Gangs. Ja, da gibt es auch mal eine Liebesgeschichte und so. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Romeo und Julia, das Prinzip. Ja, genau. Genau, kann man so sagen. Ne? Also, ja. Naja, am 13. September 1955 besucht der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer Moskau. Hui. Ja, und nach der Rückkehr hat er sich auch zusagen lassen, dass die deutschen Kriegsgefangenen heimkehren durften. Das war gut. Ja, das war 1955 am 13. Dann September. Hat er sogar dafür gesorgt, dass mein Opa nach Hause gekommen ist. Kannst du mal sehen. Ja, Konrad Adenauer und du, ihr seid ja ganz eng. Danke nochmal miteinander. So, wie sagt man, verwoben. Ich darf ihn auch Conny nennen. Conny? Mhm. Ja. Aber am 13. Hello. September haben wir noch ein Geburtstagskind und das ist ganz, ganz wichtig. Shoki Banoki, ja. Geburtstagskind ist Pujan. Pujan! Pujan! Du hast Geburtstag. Hat Geburtstag. Wir sagen Happy Birthday. Happy Birthday, lieber Pujan. Happy Birthday to you. Du magst es ja, wenn man durcheinander quatscht. Nochmal. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Ja. Toll, Pujan, du bist jetzt endlich. Erwachsen? Ja. Über 60. Jedenfalls siehst du so aus. Ja. Wir sehen uns. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.